Hi, ich bin Julia von UART und zusammen mit Naturenergie zeige ich euch heute, wie ihr einen Osterhasen und ein Osternest aus Naturmaterial herstellt. Dafür braucht ihr einmal für das Nest verschiedene Äste, Lianen, Efeu, Weide, einfach was ihr im Wald findet. Wer möchte, nachher zum Auskleiden auch Stroh. Für den Hasen braucht ihr einmal Holz, was abgeschnitten ist, für die Ohren eventuell auch noch mal kleine Holzscheiben oder ihr könnt, wie ich hier gemacht habe, den Filz verwenden. Zum Abschmirgeln braucht ihr Schmirgelpapier, eventuell Hammer und Nägel, Stifte zum Aufmalen und kleine Puschel für den Schwanz nachher. Wir fangen an mit dem Nest. Ich habe einmal einen Kranz aus Lianen vorbereitet. Ihr könnt aber auch einfach mit den Weiden einen Kranz binden. Dazu wickelt ihr das einmal im Kreis. Ihr könnt gut und gerne einfach mit wenig Material anfangen und dann immer mehr dazu nehmen. Wichtig ist, dass es recht frisch ist, damit es noch biegbar ist. Also getrocknetes Material ist nicht so geeignet dafür. Mit dem Draht könnt ihr das dann umwickeln. Ihr könnt auch Schnur nehmen und es dann einmal abzwicken. Wenn hier was übersteht, ist es nicht weiter schlimm. Das schneiden wir nachher einfach ab, damit es ein bisschen gleichmäßiger nachher wird. Könnt ihr hier unterschiedlich anfangen. So. Und auch wieder mit dem Draht umwickeln. Dass es gut gespannt ist. Die Enden wieder befestigen und einmal abzwicken. Wie gesagt, die Enden kommen hier weg und auf der anderen Seite auch. Hier ist eins rausgefallen und dann befestigen wir hier einfach nochmal Draht, damit es dann auch gut hält. Ich habe schon einen kleinen Kranz aus den Weiden vorbereitet und da könnt ihr dann auch anderes Material noch mit einbauen. Also jetzt zum Beispiel von den Ästen könntet ihr auch noch was mit reinwickeln. Schön wird es auch, wenn ihr die richtig gut biegen könnt, dass man das hier so ein bisschen drumherum wickelt. Dann sieht man nachher auch den Draht nicht mehr so ganz. So, upsa. Hilfreich ist es hier, wenn ihr zu zweit seid, dann habt ihr vier Hände. Einer hält und einer wickelt. So, gut straff ziehen. Ich habe jetzt grünen Draht genommen, weil den sieht man einfach auch nicht ganz so sehr. Dann fällt der nachher gar nicht so auf. Und einmal auf der anderen Seite. Ein bisschen rausgefallen und auch einfach wieder umwickeln. So. Das Schöne ist, ihr könnt das Nest eigentlich für das ganze Jahr nehmen. Also ihr braucht da jetzt nicht unbedingt ein Osternest draus machen. Ihr könnt da auch einfach ein Windlicht dann reinstellen übers Jahr oder an Weihnachten Weihnachtskugeln mit einarbeiten. Und so habt ihr für das ganze Jahr so ein bisschen was Schönes. Hier am Ende würde ich auch noch mal die Äste abzwicken. Ich finde es noch ganz cool, wenn es hier so ein bisschen wild raussteht. Ihr könnt es natürlich auch nehmen und noch weiter umwickeln. Was auch ganz schön aussieht, ist mit Efeu. Einfach auch, weil das so ein Immergrün ist, wenn man das auch noch mit reinarbeitet. Und wer möchte, der kann natürlich hier noch ganz viel und ganz eng wickeln, damit ihr wie einen Boden habt und könnt dann am Ende das Stroh mit reinlegen. Einfach ein bisschen was rauszupfen. Und wenn ihr dann den Boden gemacht habt, könnt ihr das hier so reinlegen. Das schieben wir jetzt einmal auf die Seite.
gehen an den Holzhasen. Dafür braucht ihr einmal diesen Holzklotz. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr entweder oben oder vorne eine Fläche habt, wie jetzt hier. Ihr könnt auch runde Stämme nehmen und dann einfach oben die Fläche benutzen für das Gesicht, dass wir da einfach was zum Aufmalen haben. Und da die meistens nicht ganz so schön geschnitten sind, könnt ihr die am Anfang einfach mit ein bisschen Schmirgelpapier hier noch so abschmirgeln oder auch vorne. Ich finde den eigentlich ganz schön so, also es muss einfach nicht ganz perfekt sein. Ihr könnt es machen, wie ihr mögt. Dann als nächstes könnt ihr einmal entweder die Ohren mit den Nägeln hinten anbringen. Ich würde einfach die Ohren, wo habe ich die Schere? Hier. Einmal aus dem Material rausschneiden. Ihr könnt auch ganz bunte Ohren machen, in Rot, in Gelb, wenn es ein Osterhase werden soll. Ihr könnt da draus natürlich auch Engel basteln oder Weihnachtsmänner. Also es muss auch in dem Fall nicht unbedingt ein Hase sein. Bei dem Filz, den könnt ihr auch noch gut bemalen. Also ihr könnt hier noch so ein bisschen das Ohr flauschiger erscheinen lassen. Ich würde es jetzt einfach so lassen. Dann einmal umdrehen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch kleben. Ich lege hier nochmal die Unterlage drunter. Und dann werden die Ohren hier einfach einmal angenagelt. Einmal die eine Seite. Und dann die zweite Seite. So, das wäre das eine. Wer mag, kann hier unten noch Puschel anbringen. Dann hat der Hase auch ein Schwänzchen. Das habe ich hier schon mal vorbereitet gehabt. Am besten mit Heißkleber oder auch mit einem Nagel. Und ihr nehmt einfach eine Styroporkugel mit einem Loch und bringt es hinten an. So. Dann als nächstes gehen wir an die Augen. Ihr braucht dafür einfach einen hellen Stift. Wenn ihr sowas nicht habt, dann könnt ihr das natürlich auch aus Papier draufkleben. Und malt dem einfach große Cola-Augen. Und eben bei dem Engel würdet ihr hier oben eher Watte oder so Goldhaar anbringen und hinten dann statt den Ohren einfach die Flügel oder eine Nikolausmütze. So. Dann brauchen wir einmal die Zähne. Da malt ihr einfach zwei dicke Striche oder auch hier wieder aus Filz was aufkleben. So, das ist jetzt ganz wichtig, dass ihr es einfach kurz trocknen lasst, weil wir wollen dem Hasen dann auch nachher die Pupillen hier noch reinmalen und sonst verschwimmt das alles. Solange die Farbe jetzt trocknet, könnt ihr euch an die Nase machen. Auch hier brauchen wir nochmal Stroh für die Schnurrhaare. Ihr könnt da auch einfach einen Faden nehmen oder auch wieder ein bisschen Draht. Und gleich zwei gleich lange abschneiden. So, wir legen den einmal hin, haben eben unser Stroh. Ich nehme einfach jetzt auch so einen Puschel. Ihr könnt es auch gerne mit Heißkleber ankleben, dann hält es ein bisschen besser. Ich nehme jetzt einfach den Flüssigkleber. Zuerst die Schnurrhaare, dann den Puschel und das jetzt einfach gut trocknen lassen. Ich sehe jetzt gerade, ich habe es ein bisschen hochgeklebt. Dann male ich mit den Zähnen einfach noch mal ein bisschen weiter nach.
dass die auch bis zur Nase ungefähr hinreichen. Ihr könnt dem Hasen natürlich auch noch Sonstiges hinmalen, Eier oder irgendwas vorne dran kleben aus dem Filz. Also der muss nicht ganz so farblos wie in meinem Fall jetzt bleiben. Hier habe ich zum Beispiel auch eine Kastanie genutzt. Also ihr braucht auch nicht unbedingt den Puschel benutzen. Und ich glaube, die Farbe ist jetzt trocken. Dann könnt ihr die Pupillen malen. Und auch da könnt ihr euch wieder ein bisschen austoben. Und das Schöne ist einfach, dass ihr so viel Naturmaterial habt, das super verschenken könnt, jedes Jahr aufs Neue irgendwas Neues dazu basteln könnt und es erweitert sich einfach ein bisschen und schont damit auch etwas die Umwelt. Süß sieht es dann am Schluss in Kombination aus, wenn ihr das hier reinstellt vor die Türe oder auf ein Fensterbrett in die Küche, wo ihr mögt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen.